Heute gehe ich der Frage nach, wie man richtig Golf spielen kann. Und dazu habe ich ein Tuch genommen, einen Schlüsselanhänger, den ich mit einem Karabiner hierher gehängt habe, mit dem Ziel, dass ich ein Gewicht unten habe, um das hier schwingen können. Jetzt, ein Golfschläger hat ja auch ein Gewicht, nämlich den Schlägerkopf. Und jetzt stellt sich da die Frage, wenn ich da vorne da in den Kreis hinein möchte spielen, erfolgreich, eben richtig Golf, ist es besser, wenn man das Gewicht hier ziehen tut, ist man so präziser? Oder ist man präziser, wenn man das Gewicht schwingt? Und ganz einfach eigentlich erklärt, anhand vom Tuch, wenn ich jetzt zuerst würde vorausgehen mit dem Körper oder ich würde mit den Armen mitziehen, dann ziehe ich ja das Gewicht hinter mir her. Und jetzt wollte ich probieren, ob ich mitziehe, egal mit welcher Form, den Schlüsselbund dort, oder das Gewicht eigentlich in den Kreis hineinbringen kann. Und am besten probierst du es selber auch, weil es ist kogge schwierig, das kleine Gewicht, wenn man es zieht, in den Kreis hineinzubringen. Jetzt, ich glaube, ich gebe das auf, weil ich möchte ein bisschen mehr Erfolg haben und werde jetzt das Gewicht probieren, dort ins Ziel zu schwingen. Und siehe da, ich war schon näher dran. Ich glaube, spätestens nach dem dritten Versuch habe ich den Dreh raus. Oh nein, nach dem zweiten habe ich den Dreh schon raus. Was ich mit dem Gewicht machen muss, wie ich das abgeben muss, damit ich erfolgreich kann mein Ziel treffen. Was heisst das jetzt dafür? Was heisst das jetzt dafür, das Golf spielen? Der Golfball, wenn ich mich um den Golfball würde kümmern beim Spielen, dass ich den würde probieren treffen, hätte ich sowieso ein Problem mit dem Spiel, weil ich mich mit dem Ball beschäftigen, egal ob ich den Schläger schwingen tue, das Gewicht vom Schläger schwingen tue oder einen Schlag nach dem würde ich machen. Es würde mir nicht helfen, das Ziel zu treffen. Müsste also mich mehr mit dem Ziel auseinandersetzen, egal ob ich das Gewicht ziehe oder das Gewicht schwinge. Ich müsste also mich mehr mit dem Ziel auseinandersetzen, damit ich Erfolg habe. Also haben wir schon zwei interessante Methoden, die mehr Erfolg geben, um richtig Golf zu spielen. Jetzt aufgrund von diesen zwei verschiedenen Methoden, wie spielen wir dann Golf, wenn ein Ball da noch im Spiel wäre? Jetzt, der Golfball hat auch sein eigenes Gewicht und den Schläger. Jetzt, wenn ich das Gewicht würde durch den Golfball durchziehen und möchte versuchen, das in den Kreis hineinzubringen, ist möglich. Und sogar sehr gut. Wenn wir nämlich auf die Tour gehen und schauen, wie sie es machen, dann spielen praktisch alle so Golf. Und unterrichtet wird ja eigentlich auch das hier, das Ziehen. Wenn wir jetzt das Gewicht Richtung Ziel schwingen, das, was uns vorher zweimal mehr Erfolg gegeben hat, wie sieht denn das mit dem Golfschläger aus? Ziemlich erstaunlich. Und wenn man richtig möchte Golf spielen und schneller möchte Erfolg haben, konstanter möchte sein, länger möchte sein, präziser möchte sein. Und was manchmal einem gesagt wird oder wie man es lernt, hat natürlich dann einen Grund, warum es eben schwieriger ist, schneller besser zu werden oder einfacher ist, schneller besser zu werden. Und am Schluss möchten wir es, glaube ich, alle richtig machen.
Jetzt probier dich das selber aus. Brauchst du ein Tüchli, Schlüsselbund, Karabiner, hängst du es dran oder ein anderes Gewicht. Tust dir irgendetwas am Boden und probierst es selber aus. Und bin gespannt auf dein Feedback. Schreib mir es gerne unten in die Kommentare. Und wenn du mehr gute Golftipps möchtest haben, wenn man richtig Golf spielen sollte, dann abonniere doch den Kanal. Bedanke mich schon mal dafür. Freue mich aufs nächste Mal, wenn ich dir helfen kann, richtig besser Golf zu spielen.